So, heute werden wir Scrunchies nähen. Die sehen einmal so aus, sind elastisch, weil die haben nämlich Gummiband drin. So, um die 5 mm kann man dafür benutzen. Dann braucht man ja noch einen Stecknadel für dieses Projekt, eine gute Schere, Textilscheren, genau, und den Stoff natürlich. Beim Stoff, da braucht ihr nicht so viel achten. Da kann man ja einfach Baumwollgewebe nehmen, Popelin oder auch Jersey ginge auch ganz gut. Diese eine hier, das ist ja aus Jersey, geht auch, aber am einfachsten ist wirklich Baumwollgewebe. Dazu braucht ihr auch noch ein Maßband. So, ungefähr kann das Ganze dann. Hier habe ich 56 cm. Es kann auch länger oder ein bisschen kürzer sein, aber nicht viel mehr kürzer. So, Breite bei dem Ganzen hier ist hier, also 7 habe ich, man kann auch 6 und vielleicht sogar 5. Schauen wir mal. Ja, 5 ist hier, das heißt, da ist noch 1 cm Nachzugabe drin natürlich. Das heißt, 6 wäre eigentlich optimal. Das heißt, wir messen ab und stecken das Ganze. Danach schneiden wir. Also stecken. Einmal hier in der Mitte noch einmal abmessen, dass wir da die 6 cm haben. Dann einmal stecken. Und das letzte Mal hier an der Ecke noch. So, da haben wir es. Dann schneiden wir. Und wie ich schon immer gesagt habe, es ist wichtig, dass man gute Schere hat, die gut in der Hand sitzen und die Schere bleibt schön am Tisch. Also wir heben das Ganze nicht hoch, sondern lassen einfach schön entspannt die Hand drauf liegen und einmal schneiden. So, danach kann man auch noch so stecken. Also diese Stecknadeln, die vermeiden, dass der Stoff einmal so rutscht. Die vermeiden, dass es so rutscht. Und ja, man kann eigentlich auswählen, wie man will, das Ganze zu stecken. Ich stecke gerne so, weil man die leichter rausholen kann, die Stecknadel. Und falls man ein bisschen schleift an den Stoff, bleibt man auch nicht hängen in den Nadeln. Aber wie ich immer sagte im Nähkurs, ihr dürft machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr habt Spaß. So, und jetzt nähen wir mal. Das heißt, den zugeschnittenen Stoff legen wir einmal unter den Fuß, lassen einmal den Fuß runter, führen einmal schon mal die Nadel rein. Und wir legen los. Also Gas geben am Anfang und am Ende müssen wir ja rückwärts fahren. Das heißt, vorwärts und rückwärts. Am Anfang. Ihr seht, ich habe ja auch Streifen dran, damit man weiß, dass man hier auch noch den 1 cm hat. Bei jeder Stecknadel kurz stehen bleiben und rausholen. Man kann den Stoff unterschiedlich halten. Ich nehme einfach die Hände oben drauf und schaue, dass ich mitfahre. Also nicht ziehen in irgendeine Richtung, sondern ganz entspannt bleiben. Theoretisch kann man das Ganze auch mit einer Hand machen. Und ganz am Ende, wie gesagt, rückwärts. Einmal abschnibbeln und das Ganze umdrehen, umstülpen. So, dann wäre das einmal fertig. Und hier in der Öffnung machen wir jetzt einmal ein Gummiband rein. Einmal hier stechen, nochmal, um sicher zu sein, dass es auch dran bleibt. Einmal Sicherheitsnadel zumachen und in die Öffnung führen. Einmal drauf. Immer so drauf, guck mal. So.
und dann abziehen. Drauf. Und ziehen. Drauf. Da ist das Ende. Dann schauen wir mal, dass es groß genug wird, damit es um das Handgelenk passt. Ein bisschen ausprobieren, dass es passt. Dann wird das Ende einmal abgeschnibbelt. Sicherheitsnadel kann ab, aber schön alles zusammenhalten, damit er nicht einfach reinschießt, das Gummiband. Einmal ein Knoten. Nochmal ein Knoten. Feste zuziehen. So, dann schauen wir mal, dass der Knoten auch nach innen kommt. Das heißt, ziehen, ziehen, ziehen an eine Seite. Und dann hat er keine Wahl, dann muss er da rein, der Knoten. So, hier ist jetzt gerade Knoten frei. Das heißt, wir schauen, wo die Nahtzugabe ist. Die ist ja hier, also die Naht. Und wir gucken mal, dass die eine Seite hier reinkommt. Die andere Seite kommt ja oben drauf. Und die Nahtzugabe, die falten wir so oben drauf. So, wir überprüfen auch die andere Seite, dass da auch alles schön liegt. Und man fühlt eigentlich auch durch den Stoff, jetzt haben wir keinen Fühlfernseher, aber man fühlt eigentlich, dass diese Seite auch diese auf der Seite ist. Also, dass die zwei aufeinander ist, sodass die Kante parallel laufen. So, das wird jetzt genäht. So, dann einmal hier drunter, auch wieder da. Schauen wir nach der Fußposition, dass es genau hier schön drauf liegen wird, auf der Kante. Genau da. So, ich führe einmal schon mal die Nadel rein. Falls ihr Stoff habt, das sehr, sehr dick ist, dann schaut ihr, dass ihr ein bisschen Stoff noch dazu legt. Und zwar hinten. Hinten unter diesen Fuß. So. Dann ein bisschen Gas geben. Vorwärts und rückwärts nicht vergessen. Einmal drüber fahren. Und wieder raus. Dann wäre das fertig. Einmal alle Fäden abschneiden. Tada! Hmm?